Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tobias Bräker und Delbau in Fern. Schnitt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tobias Bräker, Modellbau in feinster Technik. Ja, heute will ich was Besonderes machen. Und zwar, da bin ich ganz gespannt drauf. Ich habe hier ganz neu, kann man das sehen? Da. Die Extreme Heavy Duty Feldschaufel S. Ganz neu im Programm, habe ich neu konstruiert. Ersetzt die einfache Heavy Duty Feldschaufel S. Deswegen wird sie Extreme Heavy Duty. Und ich habe die Teile noch nicht zusammengebaut. Die kommen gerade hier an. Ich bin sehr vorfreudig und auch gespannt. Und jetzt mache ich das wie beim letzten Mal wieder on-site. Ich bastel einfach und gucke, was auf mich zukommt. Es ist jetzt keine komplette Neukonstruktion, es ist eine Variantenkonstruktion. Die Extreme Heavy Duty Schaufel kennen die meisten schon in der Größe L. Ne? Also so sieht das hier aus. Ich sage jetzt mal, in artgerechter Haltung. Also bei mir werden die Teile nicht sauber gemacht, sondern die kommen einfach wieder so in den Schrank, wie ich sie bespielt habe. Und so sieht das natürlich die Extreme Heavy Duty Schaufel in L aus, nachdem sie ordentlich schon benutzt war. Die ist lackiert und ja, die hat schon Jahre auf dem Buckel und ist schon extrem benutzt. Genau, so. Und die Feldschaufel S, die gab es bisher nur in HD, also Heavy-Duty-Ausführung. Ja, und es war jetzt an der Zeit, mal was Neues zu machen, damit das auch gut aussieht. Ich kriege gerade einen Anruf rein, deswegen habe ich gerade so geguckt, total nervig, habe ich nicht abgeschaltet. Also, die Extreme Heavy-Duty-Schaufel in S. Das heißt, S für Small. Ich habe das ein bisschen variiert. Ich habe Produkte in S, M, L und XL im Programm. Und die S ist halt vorwiegend für die ganzen Laderaupen, weil die relativ schmal sind. Oder für den CTI-Radlader, für den Magom-Radlader. Also alle, die relativ kleine Modelle sind. M ist dann wieder so mehr Wedeco und L ist mein Radlader und da gibt es auch jede Menge andere. Ich habe die nicht im Kopf, weil mittlerweile ist ja die Latte an Radladern und Laderaupen so viel geworden, so vielschichtig, dass ich die jetzt gerade alle nicht aufzählen will. Und dann gibt es natürlich noch XL, die ganz neuen, die größte und die Feldschaufel S, die hat es aber auch in sich, weil nämlich, ich habe hier schon mal die Schaufelwanne gebogen, die Feldschaufel S ist deswegen interessant, weil die auch auf L und M gefahren werden kann. Aber da komme ich noch später hinzu. Jetzt muss ich jetzt erstmal entgittern. So, das habe ich mir letztes Mal oder euch erspart. Diesmal mache ich das. Ihr werdet sehen, vielleicht gibt es Überraschung, vielleicht nicht. Ich weiß es selber nicht. Ist jetzt wirklich das allererste Mal. Die Teile sind gerade eingetroffen und ich bin schon kribbelig. Also ihr seid dabei. Bei Pleitenbächen Mann sozusagen. Ne? Also das wird einfach entgittert. Das geht ganz einfach hier von Hand. Das so rausgebrochen. So, genau, jetzt ist das erste Teil raus. Und das mache ich jetzt mit allen Teilen. Und ja, manchmal hängt es ein bisschen kräftiger, manchmal weniger kräftiger. Mit ein bisschen Geduld und und genau hinschauen, schauen, warum es denn gerade hängt, weil letztlich hat der sich schon gelöst. Komm schon. Raus mit dir. Ja, also der Laserstrahl, ne? Also der wird so fein, ne? Da kann man ja so sehen, da kann man ja kaum durchgucken. Ne? Also das ist wirklich so, so fein mittlerweile geworden mit dem Laserstrahl, dass natürlich auch wenig Platz ist hier, um die zu bewegen. Ne? Und zack, rausgebrochen, wunderbar, die Panzerschneide, hier kommen noch Teile. So, was mir wichtig ist, weil ich selber empfinde total viel Freude am Bauen und ich glaube, das geht vielen so, sehr vielen so, nur ganz viele haben überhaupt gar nicht mehr die Zeit heutzutage, ne? Also die
weltliche Zeit ist so schnelllebig geworden mit unserem Job und ja, Smartphone, Internet und. Wir kriegen so viele Informationen, die verarbeitet werden wollen. Und der ganze Stress, selbst mit Homeoffice, man ist ja gar nicht mehr bei sich, ne? Man ist ja egal. Es ist ja keine, die Arbeitszeit ist ja nie beendet irgendwo, ne? Und deswegen finde ich das Basteln so wichtig. Einfach mal für sich abschalten, ne? Und zu sich zu kommen und seinen eigenen Bedürfnissen nachzukommen. Weil ich glaube, uns Menschen, vielleicht auch gerade speziell den Männern, ist ein unglaubliches Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Also sich selbst erschaffen und selber was erschaffen und der Stolz nachher darauf, das auch erreicht zu haben. Und das finde ich total wichtig. Und genau deswegen mache ich die Bausätze. Und die mache ich so, dass die wirklich eigentlich jeder zusammenbauen kann. Ne? Wie ihr seht, ich kann das hier so von Hand rausbröseln, damit kein kein Werkzeug für gebraucht. Und das Rauspulen macht schon Spaß, ne? Also das kann ich ja schon fast unterbewusst hier tun. Aber man kann natürlich, wenn man nicht so viel quasselt wie ich jetzt gerade, kann man natürlich auch die ganzen Teile, die man hier so in der Hand kriegt, also das ist schon total irre, ne? Wenn man diese Filigranität hier erkennt, das kann man einfach genießen, ne? Das ist einfach nur, ja, ich finde es wunderschön, ne? Also das ist so ein, ja, Wahnsinn. Also ihr habt ja gerade die Panzerschneide von der Ecke gesehen. Ja, so kann man im Prinzip jedes Teil, wenn man nicht so viel quasselt, genießen und bewundern. Und ja, die sind ein bisschen kleiner, sind natürlich genauso fest wie alle anderen auch, nur weil sie kleiner sind, sind sie ein bisschen schwerer rauszubrechen. Anderes Hebelverhältnis. Aber es geht weiterhin ohne Werkzeuge. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Selbstwirksamkeit. Genau, unser Bedürfnis Selbstwirksamkeit ist natürlich total hoch. Und wenn das nicht gedeckt wird, dann kommen wir irgendwie in Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit wird häufig gedeckt durch Konsum. Ne? Klar, ihr könnt gerne mal mehr kaufen, gerne viel, keine Frage. Aber dadurch werdet ihr auch nicht glücklicher. Wobei, ich sage, wenn ihr bei mir kauft, werdet ihr schon glücklicher, glaube ich, weil ihr einfach selbstwirksam werden könnt, weil ihr nämlich selber schöpferisch hier tätig werdet. Und das ist das Spannende. Und deswegen habe ich das halt so gemacht, dass das wieder jeder kann. Ich habe überlegt, was kann denn jeder? Eigentlich kann jeder schrauben und kleben. Genau, Schrauben habe ich deswegen nicht genommen, weil die Schrauben meistens dann so unschön aussehen. Und dieses Kleben ist aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben. Kann natürlich jeder auch gerne schweißen, die Teile, kein Problem. Was man kleben kann, kann man auch meistens schweißen. Also zumindest was Stahl angeht. Schweißen finde ich nicht so toll, weil du hast immer Wärmeverzug dabei. Klar, es gibt heute Schweißverfahren, Laserschweißen und weiter. Da ist ja viel, viel, viel filigraner und da wird nicht so viel Wärme eingetragen. Aber das Risiko bleibt trotzdem bestehen. Auf jeden Fall, ja, die Schweißverfahren sind schon total irre geworden. Ich pulle übrigens gerade die Schaufelzähne. Die Schaufelzähne. Na, ich zeige euch das negativ jetzt. Das könnt ihr vielleicht besser sehen. Also die Schaufelzähne sahen so aus. Hier, das hier waren die Schaufelzähne. So rum. Genau, so jetzt habe ich es komplett entgittert. Dieses Teil könnt ihr in Schrott schmeißen oder aber, was ich auch häufig mache, ich brauche manchmal, um irgendwas zu unterlegen oder so, mal eben so ein Millimeter Stahlblech oder so, dafür hebe ich mir die auf und dann kann ich mir was hier rausfeilen. Es ist V2A 14301, lässt sich uns sehr gut feilen. Braucht ihr keine Angst zu haben, ist echt gut bearbeitbar. Ich liefere die ganzen Teile schon, kann man das sehen hier so ein bisschen im mit dem Reflexion, die sind schon vorgeschliffen, um zu entgraten. Ich empfehle es, also ich empfehle jeden, das nochmal zu nochmal schleifen, rauer zu machen. Ja, tut aber nicht unbedingt Not. Worum geht es beim Raumachen? Beim Raumachen geht es darum, die Bleche selber, die sind ja gewalzt. Ne? Das heißt, da laufen ja die Stahlbleche laufen zwischen riesen Walzen drunter her. Und durch das Walzen werden die obersten Molekülschichte, die werden einfach platt gedrückt. Und durch den Walzprozess kommen natürlich auch noch Öle und so weiter hinein. Und da hat der Kleber jetzt gar keine Angriffsmöglichkeiten mehr. Ne? Gerade
Edelstahl, das ist 14301, hat, weil es ja nicht rosten soll, eine sehr passive Oberschicht. Das heißt, hier sind Atom oder Atome drin, die nicht so reaktionsfreudig sind, weil sonst würden sie oxidieren und rosten. Deswegen hier brauche ich eine gute, griffige Oberfläche und die kriege ich durch Schleifen, so dass ich hier oben wieder eine Verzahnung habe und wo der Klebstoff reingreifen kann und das festhalten kann. Und deswegen muss es halt geklebt werden. Und vor allen Dingen könnte ich vorstellen, wenn jetzt hier zwischen den Fingern, also zwischen den gedachten Atomen jetzt noch Öl schwimmen würde, könnte der Kleber auch nicht einsickern und es wird nur oberflächlich sein, wird kurz halten, aber nachher auseinanderbrechen. So, das heißt, gut schleifen, gut entfetten und dann hält auch die Klebestelle. Und das ist das Spannende, sie hält wirklich und die hält gigantisch. Ich habe da mal, habe ich nicht doch weiter gegen kleben, komme ich gleich wieder, ich habe hier was. Ja. So, da bin ich wieder. Ich habe mal was vor Jahren, nein, ist schon Jahrzehnte her, habe ich mal das hier gemacht. Ja, so zum Thema Kleben, da habe ich mal einen kleinen Vortrag gehalten auf der Messe in Friedrichshafen zum Thema Kleben und ich habe auch ein Video gemacht. Also das Ding wiegt 5 Kilo, ja, das ist schon echt mächtig. Und das Spannende daran ist, die Haltung da, die habe ich, boah, ich kann es kaum halten. Die habe ich stumpf aufgeklebt. Einfach so aufgeklebt. Und wir haben eine Klebefläche von 4x4 mm, also 16 Quadratmillimetern, auf dem kleinen Stück hier. Und es hält auch nach 10 Jahren noch. Ich glaube, das war die Messe 2011 in Friedrichshafen, wo ich das gemacht habe und seitdem auch immer wieder bespielt. Also Kleben ist wirklich eine richtig, richtig schöne Sache. Mir macht total Freude. Ich stehe jetzt mal hier hin. Zur Erinnerung, ne? Hält. Okay, können wir darauf vertrauen. Nichtsdestotrotz, ihr dürft auch gerne schweißen, wenn ihr wollt, wenn ihr es denn könnt. Ich bin Favorit von Kleben. So, jetzt, das waren die 1 mm Bleche. Jetzt kommen hier die 2 mm Bleche. Auch da wieder entgittern. So. Da, wenn 2 mm Blechen hält natürlich der Mikro steht ein bisschen besser. Da muss ich ein bisschen hin und her drehen und wackeln, dass der auch wirklich rauskommt. So. Ja, genau. Also so kann man letztendlich, das ist schon fast meditativ, wie man das hier macht. Genau. Und wir waren, glaube ich, beim Konsum angekommen. Genau, also wenn irgendwas im Leben nicht stimmt, wie zum Beispiel jetzt, wenn die Selbstwirksamkeit fehlt. Klar, man kann auch selbstwirksam sein, indem man in den Garten geht, zum Beispiel auch sehr, sehr schön meditativ kommt man selbst zu sich selber und da den Garten bearbeitet. Oder es gibt auch so viele andere Hobbys. Ne? So, und das ist einfach das Schöne beim Basteln. Zumindest das spreche ich halt die Modellbauer an, also euch. Ne? Da einfach wirklich was für euch zu machen, was euch wirklich Freude bereitet. Ne? Und das dann, wie sagt das meine Frau, mal niederschwellig anbieten, sprich Bausätze machen, die dann wirklich jeder kann. Und dafür sind jetzt auch die Videos da, um einfach so die Angst und den Respekt so zu nehmen, zu sagen, oh, das kann ich nicht, das ist aufwendig. Deswegen lasse ich auch das Video die ganze Zeit durchlaufen, dann wisst ihr auch ungefähr die Zeit, die ihr dafür braucht. Wahrscheinlich macht das schneller, weil er nicht so viel redet dabei. Vielleicht macht das einfach langsamer, weil er es einfach genießt oder weil er nicht am Stück durchführen könnt. Ihr müsst es ja auch nicht am Stück machen. Ne? Das könnt ihr die Zeit, das könnt ihr ja jederzeit unterbrechen, die Arbeit, und einfach weitermachen. Das ist ja das Spannende bei den Bausätzen. Ne? Es ist nie in einem Stück durchführen zu müssen, sondern durchzuführen. Ja, genau. Das ist einfach das Schöne dabei. Ja, und wenn ihr und zum Thema, wenn ihr wieder unzufrieden seid, das führt zu Konsum. Ne? Das heißt, man Unzufriedenheit wird einfach gedeckt durch, boah, ich brauche jetzt dieses oder jenes. Und dieses, boah, ich brauche jetzt Arbeit, das führt meistens gar nicht zum glücklicher werden. Ne? Das Schöne bei den Baumaschinen ist ja,
wenn die schon fertig sind, man kann ja weiterhin schöpfen, oder das ist ja weiterhin schöpferisch tätig, ne? Also kreativ. Ne? Man fängt ja an, seine Baustelle zu bauen, ne? Und irgendwie Erdreich zu bewegen oder was auch immer, was man da macht. Die Zähne sind jetzt so fein, dass ich aber mit dem Fingernagel nicht mal rausdrücken kann. Und deswegen nehme ich mir ein anderes Bauteil und drück die mal raus. Sonst komme ich da nicht dran. Wir sind irgendwie auf ein Thema abgekommen. Genau. Also der spielerische Akt, der ist natürlich total toll, gerade mit den Baumaschinen, weil man da auch dann dabei noch kreativ ist. Ne? Und vor allen Dingen, der Sozialaspekt ist eine total wichtige Sache. Wir spielen ja zusammen. Ne? Also die wenigsten oder am wenigsten oder am meisten macht es ja Spaß mit anderen, ne? Sich auszutauschen, fachlich zu schnacken oder was auch immer, was man schnackt. Oder selbst wenn man einfach nebeneinander sitzt und gar nicht redet. Das ist auch wunderbar. Auf jeden Fall ist man damit zusammen unterwegs, unterstützt sich und ist dabei. Deswegen sind Baumaschinen echt toll. So, wenn man das noch kombiniert mit selber bauen, dann ist das natürlich der totale Wahnsinn. So, und ich weiß ja, wie das ist. Ich habe ja meine erste Generation Radlader zum Beispiel. Da habe ich tatsächlich einige fertig verkauft. Und ja, interessant ist, alle, die ich fertig verkauft habe, haben jetzt schon zweiten, dritt, viert Besitzer. Also die werden einfach weiterverkauft, weil die Leute gar keine Beziehung zu dem Teil mehr bekommen haben. Weil sie es nicht selber zusammengebaut haben und das letztendlich gar nicht mehr wertschätzen, was sie da in der Hand haben. Und diese Wertschätzung, die finde ich total wichtig, die man auch der Materie und seiner eigenen Arbeit entgegenbringt. Die ganz anderen Radlader, die ich als Bausatz verkauft habe, die sind immer noch bei den Erstbesitzern. Und ich sag mal, zu den Leuten, die ich noch Kontakt habe, habe ich ja noch, dann sage ich jetzt mal, zu diesen stolzen Erstbesitzern. So, die 2 mm Fläche sind auch entgratet, entgittert. Jetzt habe ich alle Teile. So, genau, hier ist das Menü. Lecker Salat, Stahlsalat und hier ist die Schaufel. Wanne. So, und das werde ich jetzt nicht mit euch zusammen machen. Jetzt gehe ich nämlich raus. Ich entfette. Entfetten mache ich hiermit. Geht auch mit Aceton. Aceton steht im Verdacht Krebs zu erregen. Das ist acetonfrei. Löse auch alle Silikone und so weiter. Das mache ich draußen in frischer Luft, damit es mir nicht im Keller hier stinkt. Also meine Salatsauce. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, da bin ich wieder. Die Teile sind jetzt entfettet und geschliffen. Jetzt geht's los. Also ich habe noch keine Bauanleitung erstellt, das mache ich dann nach. Ich brauche also noch eine zweite Schaufel auf, die hier nutze ich für mich später zum Spielen. Weil, vorhin habe ich ja schon erwähnt, das ist auch für L, Größe L und M gut, die Schaufel. Aber auch das erzähle ich warum nachher, dann könnt ihr es auch sehen. Also ich baue eine für mich auf und jetzt brauche ich danach noch eine. Ich wollte das Video unbedingt machen. Noch eine zweite auf, damit erstelle ich die Bauanleitung. Dann werdet ihr natürlich bei mir im Shop auch sehen, dass hier eine fertige Schaufel kommt. Bekommen könnt, aber es ist ein Einzelstück und wird weiterhin die Priorität auf Bausätze sein. Das ist ja nur einfach, muss ich selber die Sachen testen und deswegen werden auch Sachen hier bei mir gebaut. So, das war jetzt blöd. Ja, genau. Also, ich habe jetzt hier erstmal die Teile hingeschmissen auf dem Tisch, könnt ihr so sehen. Das ist Quatsch. Eigentlich wollte ich das hier im Glasschüssel lassen. Omas gute alte Glasschüssel. ja, weil es ist Quatsch, das hier auf dem Tisch zu haben, weil erstmal wird es wieder dreckig, der Tisch ist ja auch nicht sauber. Und das andere, es wird unordentlich dadurch. Aber das kommt einfach, ne? Beim Schnacken tue ich manche Sachen, die halt nicht so sinnvoll sind. So, ich packe es wieder zurück. Zum Thema Entfetten. Da hatte ich einen Einwand auf YouTube, was durchaus berechtigt war, ist, hey, du hast es entfettet, fasst es aber nachher mit deinen Fingern an. Ja, stimmt. Fettfinger sind natürlich auch nicht gut beim Kleben. Das heißt, ich habe vorher die Hände gewaschen und allein durchs Entfetten, ne, hier geht auch der Fett von den Händen runter. Nichtsdestotrotz, wenn man 100% sicher sein will, entweder zieht man Stoffhandschuhe an, mag ich nicht, oder man, bevor man
das dann klebt, nochmal nachträglich im Fetten. Ich habe jetzt keine schlechte Erfahrung damit gemacht, dass ich die mit meinen Fingern gefasst habe. Das Wichtigste ist, dass das von der Walzerei und das ganze Öl und so weiter, das industriell reingebrachte, tief in die Poren reingebrachte Öl weg ist und Fett weg ist und auch die Silikone, die da möglicherweise drauf sind, die habe ich weggebracht. Der Fingerschweiß, das Fingerfett ist natürlich nachher drauf. Wir können loslegen. Red nicht so viel, mach! Genau. Aber das ist gar nicht so leicht. Ne? Ich habe mir jetzt keine Gedanken dazu gemacht. Klar, ich habe schon viele Schaufeln aufgebaut. Nichtsdestotrotz muss ich nachdenken, weil ich halt wirklich selten Schaufeln aufbaue. Halt immer nur neue Produkte. So, und ich noch keine Bauanleitung habe, ich muss eine Bauanleitung erzeugen. Ne? So, ich mache, glaube ich, das wieder so, dass ich euch mal hier rüberhole, dann müsst ihr mich nicht übertragen, sondern könnt direkt die Schaufel sehen. So, da bin ich wieder. Von dieser Seite jetzt die Perspektive. Ist für mich ein bisschen schwieriger zu bauen, weil ich ja immer durch den Monitor durchgucke. Genau, hier Oma Schale, ne, zu würdigen, ist klar. So, also wir waren stehen geblieben bei dem Teil, das hier reinsetzen und das hier an dieser Stelle reinrasten, klack, reingerastet. Nochmal kann man jetzt mal sehen hier, wenn man mal seitlich durchguckt, hier wie präzise das gebogen ist. Also das ist wirklich fantastisch. Das begeistert mich. Habe ich gut gemacht. Ich habe auch eine schöne, sehr schöne Biegevorrichtung und auch eine Leere, wo ich das kontrollieren kann. Ich habe hier schon wieder was vergessen. Also das ist ja, wie gesagt, also ihr seid dabei bei meiner Erstbebauung, quasi Erstbesteigung on site. Ich habe lange keine Schaufeln mehr gebaut. Also die sind vom Prinzip alle ähnlich. Nichtsdestotrotz, ich muss nachdenken, wie das alles geht. Und das Schöne ist einfach, ich habe das ja so konstruiert, dass das ein Fail-Safe-Design ist. Also das bedeutet, jede Nute ist einmalig und an jedem Bauteil, die Nut und Federn, sodass es verwechslungsfrei aufgebaut werden kann, sobald es möglich ist. Natürlich gibt es Stellen, wo es symmetrisch ist. Und symmetrische Stellen kann man so nicht absichern, aber das schreibe ich dann auch extra. Wenn es symmetrisch ist, ist es sowieso egal, aber manchmal gibt es so Stellen, wo ich dann extra nochmal reinschreibe, explizit in die Bauanleitung. Und das ist dann sehr gut ersichtlich. Genau. So. Jetzt haben wir schon eigentlich den Kernbestandteil des Breaker-Locks haben wir jetzt schon. Ist jetzt noch nicht eingebaut, aber zumindest habt ihr das jetzt schon mal gesehen. So, jetzt mal hier noch einklipsen. Ja. Klipst nicht, war nicht so tragisch. Also gerade habt ihr es ja gesehen, dass wunderschön geklipst ist. Warum hängt das jetzt hier? Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das ist ja letztendlich auch nicht das Problem. Es muss nicht klipsen, denn es ist so schon wunderbar. Genau. Jetzt ist Entschuldigung, nicht, dass ich schlecht wird bei der ganzen Wackelei. So. Aha, okay, gerade was gelernt, so geht es nicht. Wie ihr seht, kann man das nicht montieren, so in der Reihenfolge. Da habe ich mir bei der Konstruktion was anders überlegt. Dann muss ich das anders machen, das heißt, das ist das äquivalente Bauteil hier. Und jetzt muss ich das hier unten wieder rausnehmen. Und vorher einsetzen. So, nochmal rausschieben hier. Genau. Ja, das ist dem geschuldet, dass ich mit euch das teilen wollte, wie die Erstbebauung ist. So, jetzt habe ich erstmal hier auf dieser Linie, Akku ist voll, wie ihr hört. Weil ich wieder gleich spielen und dann kann ich sie einsetzen, oben reinschieben und so, klack, wunderbar, das hier unten ist rausgefallen, das ist aber nicht das Thema. Das war meines Erachtens so hier drin,
Genau. So, das hält jetzt schon mal. Da oben sieht man schon den Ansatz von dem Rückwandgitter. Das mache ich zum Schluss, glaube ich, dran. Oder kann ich das zum Schluss reinmachen? Das weiß ich noch nicht. Ich tue es jetzt mal rein, aber mit der Gefahr hin, dass es gleich wieder rausplumpst. Aber genau, dann habe ich schon mal Teile da rausgesucht, die ich dafür brauche. Zum Glück sind es ja nicht so viele. Also ist ja jetzt nicht so ein großer Baukasten. So, guck mal, das ist das Rückwandgitter. Und jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Ich glaube, als nächstes kommen die Teile hier dran. Die nämlich hier reingesteckt werden. Und das sieht so aus, als ob hier ein Millimeter fehlen würde. Mal gucken, ob sich das dann auch gleich so bewahrheitet. Genau. Ja, also das ist ja hier eine Variantenkonstruktion von der Feldschaufel L. Nichtsdestotrotz muss man sagen, da können natürlich immer wieder ganz viele Fehler passieren beim Konstruieren. Dass man einfach eine Kollision hat, die man nachher nicht sieht, die man dann erst sieht, wenn man die Erstbebauung macht, wo ihr gerade live dabei seid. Und es kann natürlich andere Sachen noch passieren, ne? Fertigungsfehler, dass ich die Teile nicht richtig abgezählt habe, dass auf einmal dann Schaufelzahn fehlt oder was auch immer. Ne? Also es passieren viele, viele Dinge, weil wir sind Menschen, auch ich, ob trotz meines Perfektionswahns, bin auch Mensch und ich tatsächlich mache Fehler. Das gebe ich offen und ehrlich zu, aber das ist letztendlich das Menschsein. Habt ihr gehört? Ist gerade was runtergefallen. Genau, aber deswegen habe ich euch eingeladen, dabei zu sein. So, das Gitter ist jetzt hier drin. Jetzt muss ich nur noch, Gitter ist wahr drin. Ich muss mal eben am Boden aufheben. So, wir fangen nochmal von vorne an. Wie ihr seht, geht es nochmal von vorne los. Ja, genau, es ist, vielleicht sollte ich aber noch nicht so viel reden dabei. Aber das macht es ja eigentlich aus. Ne? So, der und der. Der gehört hier dran. So. Und jetzt hatte ich gelernt, dass die auch mit dran müssen. Weil sonst kann ich es nicht montieren. Genau. Also ihr seht die ganzen Fehlschritte, die ich mache. Der kommt hier dran. Das kann ich... Ich glaube, das kann ich wirklich später. Nee, der kommt. Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Ah, so muss der. Genau, so muss der, weil da ist ja eine Stufe in der Rückwand. So, genau, jetzt habe ich sie montiert. Und jetzt kommt noch der Bursche da rein. Also in der Bauanleitung. Ich mache jetzt hier die Luftnummer, ne? Weil damit ihr was seht. Wenn ihr das selber macht, dann ist das direkt auf dem Tisch oder so wahrscheinlich viel einfacher. Vielleicht sollte ich das auch hier machen, Tisch, aber dann seht ihr nicht so viel. Also in der Bauanleitung wird das ganz klar erklärt. Vielleicht überlege ich mir noch, wie das dann einfacher geht, damit das nicht so fummelig wird. Weil das sieht ja jetzt erstmal ziemlich ätzend aus. Also jetzt für meine Fälle ätzend. So, genau, warte mal. Ich mache das einfach so, dass die Schwerkraft da mal so ein bisschen für mich arbeitet. Ne? So, genau, guck mal, was man mit der Schwerkraft alles bewerkstelligen kann. Das ist doch wunderbar. Genau, man kann sich auch schön reden. Aber daran bin ich gut. Ich will es euch nicht schön reden, sondern mir. Genau, was ihr bekommt, ist natürlich immer eine Perfektion. Hier, das sieht aber ziemlich schräg hier aus. Ach, deswegen. So.
Oh Mann, oh Mann. Genau. Genau, also erhöhter Schwierigkeitsgrad für mich, weil ich gucke mit dem einen Auge quasi mal durch die Kamera, mit dem zweiten versuche ich das so zu halten, dass ihr auch was seht. Das gelingt natürlich nicht immer. Und dann versucht mein Mundweg auch noch zu reden, um jetzt die Sache kurzweilig zu machen. Und da erzähle ich natürlich manchmal dummes Zeug, weil das rutscht dann einfach so raus. So, guck mal, so könnte das jetzt passen, das sieht jetzt gut aus. Und jetzt muss ich es nur noch hier dran kriegen. So, ups, genau, da, jetzt seht ihr wieder was, ich war gerade voll konzentriert. Ah, okay, die muss doch mit rein. Ha, oh Mann, also, nochmal ein Stück raus. Also das Positive hier dran ist, dadurch, dass das etwas verschachtelt ist, also, dass es verschachtelt ist, ist es, wenn es denn gebaut ist, unkaputtbar. Ne, das ist so wie bei der Gotik, der Schlussstein in dem Torbogen. Wenn er die einfach mal zusammengebaut hat, dann bricht das nicht mehr auseinander. ja, genau. Manchmal braucht man ein paar mehr Hände. Ich lege das jetzt doch mal hier hin. So, vielleicht bringt das auch mehr Ruhe ins Video rein. Ist ja ein Lernen, ne? Genau, und das Schöne ist ja, wenn ihr es nicht mögt, schaltet es aus oder spult vor. Das ist ja in eurer Entscheidung, wie ihr das machen wollt. Meine Güte. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum klebt der Bursche nicht, damit das fest wird? Ja, ist eine Idee. Die Problematik ist einfach, wir haben ja Fertigungstoleranzen. Das heißt, es ist kein Teil, nicht ein einziges Teil, ist so wie auf der Zeichnung. Die habe ich natürlich auf der Zeichnung alle mit einem Spiel gezeichnet. Ein Spiel bedeutet, da ist im Spalt ist Luft. Das muss ich auch so, weil ich die Fertigungstoleranzen habe. Und deswegen fällt das so aufeinander. Wenn ich auf Null zeichne, dann kann das sein, dass die Teile, wenn sie wirklich auf Null sind, mal eben zusammenstecke. Ne, und dann bleiben die auch so. Das ist aber das Problem bei den Fertigungstoleranzen. Dieses kann aber auch sein, dass sie dann eben nicht passen. Wenn man auf Null zeichnet, dann muss man die reinpressen und dann wird alles krumm und schief. Und das ist wiederum jetzt der Grund, warum das nicht der Richtige. Das hier wäre der Richtige. Weshalb ich jetzt eben nicht klebe, ne? Weil in der Summe, lass das hier 100 Teile sein, ich weiß das jetzt nicht, die müssen ja alle gefügt werden und jedes einzelne Teil hat seine eigene Fertigungstoleranz und genau, wenn ich anfange zu kleben, dann nehme ich denen die Möglichkeit, sich zu bewegen und somit kriege ich die ganzen Fertigungstoleranzen eben nicht kompensiert. So, genau, und deswegen klebe ich jetzt noch nicht, habe aber natürlich jetzt diese Fummelei bei der Erstmontage. Guck mal, soweit waren wir schon. Die mittleren muss ich auch noch montieren, weil das habe ich ja gerade gelernt. Geht nicht anders. So. Genau, wollen wir mal so sagen, Teilerfolg. Soweit war ich noch nie. Jetzt kommt hier die Schaufel rein. So drehen, dass ihr was sehen könnt. Genau, und jetzt ist einfach, muss ich das alles noch mal ein bisschen hier positionieren. Genau, hier der erste, der scheint schon mal gut zu sein, der zweite auch, der dritte ist auch gut, der vierte ist schon rausgefallen, der erste, dritte ist auch wieder rausgefallen. Also, genau, hier heißt es schön mit Geduld und Spucke. Keine Ahnung, wie das geht. Ja, das könnte man doch damit mal vorfixieren. Ne? So.
Mann, oh Mann. Also die andere, die Feldschaufel L, die XHD, Extreme Heavy Duty Feldschaufel L, die habe ich schon ewig gebaut. Die ist schon uralt. Und da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie das da war. Dazu sagen, mal guck mal, jetzt habe ich's. Das sieht doch cool aus. Jetzt noch eben hier den letzten. Jetzt sagt ihr euch, wow, der traut sich was, dass er das wieder nochmal rausbewegt. Ja, tue ich. Aber wisst ihr was? Das war ein Satz mit X. War wohl nix. Genau, ja, manchmal muss man sich auch was trauen, auch wenn es dann schlechter wird. Nur durch Bewegung kommt man fort. Bewegt man sich fort. So. Genau. Also wenn ich nicht mehr rede, merkt ihr, dann bin ich gerade voll konzentriert und bin sozusagen sprachlos. Dann habt ihr mich sprachlos gekriegt. Genau, so, jetzt kann ich das hier einklipsen. Klack, das hört sich schon mal gut an, ne, weil jeder Clips, dieses Clipsgeräusch heißt für mich, jo, es ist an der richtigen Stelle. Genau. Da hat es geklipst, das ist schon mal sehr schön. Da hat es auch geklipst. Da hat es geklipst. Da ist schon drin. So, genau. Also, was ich ja eigentlich zeigen will mit dem Video ist, wie schön einfach doch dieses Konstruieren ist. Also die Konstruktion ist und die Bausätze sind. Und ich zeige euch jetzt gerade, wie fummelig es ist. Das ist jetzt nicht meine Absicht, weil eigentlich ist es nicht fummelig, ne? Also ihr müsst euch damit mit Geduld dran sein. Das ist jetzt einfach das dem geschuldet, dass ich hier rede, durch die Kamera gucke, teilweise nicht durch die Kamera gucke, an der Kamerarei vorbeigucke, euch versuche die Zeit kurz zu machen durch Reden und nicht konzentriert arbeite. Ich glaube, das könnt ihr selber ganz gut einschätzen, ne, was ihr gerade hier seht. Und ob das jetzt fummelig ist oder nicht. Ne, letzten Endes. Guck hier, das ist noch nicht, kann nicht klipsen. Da, das ist drin. Das ist eingeklipst. So, guck mal, der traut sich was. So, jetzt haben wir es hier eingeklipst. Es ist hier ey, großartig. Es ist wirklich absolut, absolut genial, ne? Guck, nach die Fummelei war es doch wert. Jetzt steht das hier alles drin und es hält. Das ist ja das Spannende. Es bleibt einfach hier drin. Na, jetzt kann ich das hier oben nochmal nachziehen ein bisschen. So. Und genau. Jetzt kommt der ultimative Test. Wo habe ich mir? Ja. Guck mal hier. Hier ist ein Breaker-Lock. Ne? Ja, ist ein zusammengebauter, ja, genau. Nicht nur Bausätze bei mir, doch teilweise nur Bausätze hier. Nee, ist ein Prototyp. Und zwar von dem Caterpillar 963. Genau. Einhaken. Zack. Verriegeln. Und so, die Einführschrägen sind noch nicht da. Genau. Also hier kommen ja seitlich die Einführschrägen. Ne? Damit wird er seitlich zentriert, das ist noch nicht da. Aber ihr könnt jetzt schon sehen, hier ne, hält schon. Und das macht die Konstruktion aus. Ne? Ob jetzt geklebt ist oder nicht, es hält schon. Und das ist das Spannende, dass ich jetzt weiterarbeiten kann und nicht mehr den Fummelkram habe. Ne? So. So, Breaker-Lock wieder weg. Genau, so, jetzt kommt das nächste Rückwandgitter hier oben hin.
Sehr schön. So, was gibt's denn hier noch? Da, guck mal an. Das hier kommt hier rein. Ja, ja, auch du bist bald fixiert. Kommst nicht mehr raus. So, möglicherweise erkennt ihr schon, wo ihr besser kleben, wann ihr kleben könnt oder nicht. Also, meine Bauanleitung, die wird ja nur ein Vorschlag werden, ne? Wie es geht und wo meine Erfahrung ist, wie es am besten läuft. Ne? So, Rückwandgitter ist fertig. So, können wir schon mal dran erfreuen. Ne? Boah, das sieht gigantisch aus. Yeah, schön, auch hier, guck mal hier die Schneide hier vorne, die ist extra nochmal abgezahnt, ne, damit wir noch leichter in den Boden reinkommen. Deswegen heißt das Ding ja auch Extreme Heavy Duty, ne, damit wir richtig in harte Böden reinkommen. So, jetzt kommt die Schaufelseite hier. Das sind immer so spannende Effekte, wo man sagt, so, das habe ich mir in der Konstruktion so erklärt und funktioniert das auch. Also das hier ist eine sehr komplexe Angelegenheit, was Montage angeht. Und so, genau. Und ihr müsst halt zusehen, wir müssen ja alles hier gleichzeitig fügen in dem Fall. Ne? Das sind ganz viele Teile, die jetzt alle in der Position sein müssen, die damit reinkommen. Hier rutscht jetzt das obere Rückwandgitter immer weg, weil ich zu viel drücke. Weil das muss natürlich hier oben auch noch rein. So, klack, klack. So, also die Seite steht. Die ist fertig. Und jetzt kommt hier eine andere Seite. So, auch alles eingeklipst? Yeah, fertig. Guck an, so sieht's aus. Gigantisch, gigantisch. Ja, so, warum ist das jetzt hier so? Das ist, damit wir möglichst einen spitzen Winkel haben hier, um reinzukommen ins Erdreich. Und dafür ist das hier so ausgeschnitten. Und dafür sind auch die Zähne hier extra nochmal abgezahnt, also nochmal einen anderen ja, ein Schneidwinkel, ne, damit er hier noch leichter reinkommt. Also zu dem V, ne, also in der Summe habe ich ja hier eine Delta-Schneide, ne, und zusätzlich dazu ist zwischen den Zähnen nochmal der Schnittwinkel nochmal steif, nochmal höher gemacht, damit er wirklich ganz wie Butter auch ins weiche Erdreich reinkommt. So. Jetzt kommt hier die Schneide, die Panzerschneide an die Seite. Und auch da wieder großes Fragezeichen. Krieg es montiert? Ja, ich krieg es montiert. Wunderbar. Coole Sache. Yeah. Guck, macht euch was her. Hier auch noch. So, ja, wenn ich mal so ein bisschen zwischendurch tief durchatmen oder schnaufe, dann mag das meiner Anspannung geschuldet sein, ne, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Das ist jetzt alles hier spannend. Das ist ja alles spannend. Ihr hört, ich komme aus dem Pott, aus dem Ruhrpott. Genau, auch wenn ich jetzt gerade in Hannover verweile, ich komme eigentlich gebürtig aus Dortmund. Und da stehe ich zu. Schwermaschinenbau, das ist mein Ding. Ne? Das ist mir quasi in die Wiege gelegt. Ach, guck mal, wunderschön. So, gleich können wir anfangen zu kleben. Wir müssen jetzt noch die Panzerschneide hier unten dran bringen. Aber das ist die jetzt hier.
Aber wir müssen erst die Zähne montieren. Ich mag mich dunkel daran zu erinnern, dass jetzt erst die Zähne dran sind. Oh, Entschuldigung, dass ich euch gestoßen habe. So, also ein Zahn hier. Da rein. So, und da kommen hier, glaube ich, nochmal zwei Zähne rein. Das heißt, die ganzen Eckzähne hier. Nee. Da kommt jetzt erstmal ein 2 mm Zahn rein. Da kommt 2 mm Zahn rein. So, und jetzt, wieso ist der zu kurz? Also, der ist zu kurz. Sollte das ein Konstruktionsfehler sein? Das würde mich jetzt brutal ärgern, weil dann dürften ja alle Zähne falsch sein. So, wie heißt das so schön bei uns? Kacke, alte Verdammte. Der ist auch zu kurz. Boah, nee, ey. Was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn da gemacht? Krass, ja, das muss ich gleich mal im CAD kontrollieren. Also das ist jetzt erstmal Mist hier. Ja? Definitiv. So soll es nicht sein. Und so kann ich auch nicht weiterarbeiten. Da muss ich erstmal das... Das kann ich euch so nicht verkaufen. Oder sind die... Die müssen doch alle gleich sein. Die müssen doch alle gleich sein. Sind sie auch. Ja, guck an. Da habe ich dann einen Konstruktionsfehler gemacht. Die Frage ist, woran der Fehler liegt. Das kann ich jetzt noch nicht ganz ergründen. Aber das stellt sich raus. Ja, genau. Also ich kann jetzt gerade nicht weitermachen. Ich meine, das Prinzip habt ihr erkannt. Ich muss jetzt das Video unterbrechen. Weil die Zähne einfach zu kurz sind. Die 2 mm Zähne sind einfach zu kurz. Definitiv. Boah, ist das ärgerlich. Boah, das ist ärgerlich. Also das Prinzip ist so, dass ich das hier reinstecke. Ist nur 1 mm Zahn. Und ja, sowas Ärgerliches. Genau, so sieht das nachher dann aus. Oder sag mal, so sollte das nachher aussehen. Aber die Zähne, die 2 mm Zähne, die sind jetzt echt zu kurz. Ja, ich mache jetzt Schluss. Ich mache gleich weiter. Also für euch sieht das dann so aus, als ob ich direkt weitermachen würde. Nein, das wird nicht so sein, sondern ich gehe jetzt hoch an CAD, überprüfe den Fehler und werde dann neue Bleche beauftragen, weil so kann das jetzt hier nicht sein. Das kann ich so nicht verkaufen. Und das heißt, ihr könnt gerne das Video weitersehen, aber dann sind wahrscheinlich schon wieder 4 Wochen vergangen, bis ich die neuen Teile habe. Genau. Also, ich rede gleich weiter, ich bin gleich wieder da für euch, aber dann sind 2 Wochen vergangen und wir basteln weiter. Ich danke euch erstmal kurz fürs Zuschauen und bleibt dran, es geht gleich weiter. Ja, also hier im CAD sieht das so aus, als ob die Zähne richtig lang wären. Und auch keine Kollision da ist. Ich gucke mir das nochmal näher an jetzt hier. So, das ist ein bisschen hakelig, der hat eine unglaubliche Rechenleistung, die er jetzt verbringen muss, weil sind ja alle Teile eingeblendet und das sieht doch perfekt aus da mit den Zähnen. Ja, die Länge stimmt. Da muss ich mal schauen, wo da jetzt der Fehler liegt. Scheiße. So, mittlerweile ist die XHD, also die Extreme Heavy Duty Fellschaufel S, ist fertig. Leider habe ich die Bauleitung nicht weiterverführt. Ich hatte Kundenaufträge, die wollte ich schnell abarbeiten.
Da hatte ich keine Zeit für das Video schneiden. Aber hier ist sie. So, das sieht richtig mächtig aus. Richtig geniales Gerät. Sehr schön. Und wie ihr im Hintergrund seht, bin ich schon im richtigen Revier, denn jetzt wird das Ding getestet. Und zwar mache ich das wieder on-site, wie die Kletterer heißen. Also ich weiß nicht, was rauskommt. Möglicherweise taucht es nichts, möglicherweise ist es total genial. Ihr seid dabei. Dankeschön. Bis gleich.